Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Jetzt könnte es gefährlich werden. Hereingabe. Das Latte, aber der Ball ist noch heiß. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt ist Platz für den Konter. Die Vorwärtsbewegung jetzt. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Etwa. Toller Pass. Gute Aktion. Jonathas. Der war gar nicht so hart, der Schuss, aber er geht ja auch so rein. Ganz überlegter Abschluss. Er setzt den Ball präzise in den Kasten. Richtig starker Treffer hier mit diesem Chipball. Ja, super Technik. Da schaut man gerne noch mal drauf. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Corona. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jonathas. Ja, da ist Platz jetzt. Und er geht an ihm vorbei. Jetzt vielleicht. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Das war nicht schwer für ihn. Aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Pereira. Weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Es gibt Eckball. Ecke kommt. Trifft er, ja, drin, Tor. Den macht er mit Auge und mit Gefühl. Platziert, reingeschoben. Keine Chance für den Torhüter. Da muss er gar nicht viel Druck hinter den Ball geben. Der Abschuss passt auch so. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Wichtig vor allem die Vorbereitung dieses Treffers. Eine richtig gute Ecke. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie liegen deutlich vorn. Jetzt ist er auf und davon. Das war Pech, das ist Abseits. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen.
sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Tejes. Brahimi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da zieht er ab und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Herrera. Jesus Corona. Und jetzt die Chance. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Jetzt der Eckball. Das ist noch gefährlich. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Fängt diesen Ball ab. Den Ball kann er abfangen. Das könnte die Chance werden. Super durchgesetzt. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Daniel Pereira. Wird es jetzt klasse zuspielen? Jetzt vielleicht. Er kann ab. Und das muss ein Tor werden. Da macht er ihn rein. Mehr als ein Tor für die Ehre wird das wohl nicht gewesen sein. Aber immerhin, es wird ein bisschen versöhnlicher. Ah, die Szene war eben noch nicht vorbei. Der Ball war frei, nachdem der Torwart pariert hat. Und dann geht er doch noch rein. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so etwas wie Galgenhumor, wie Schadenfreude, keine Ahnung. Vielleicht sollte man so weit nicht gehen, aber Fakt ist, dass sie heute nicht unbedingt ihre beste Leistung gezeigt haben. Er wechselt gleich zweimal. Harnik. Da steht die Abwehr sicher. Schwegler. Ostschulek. Da kommt die Hereingabe. Der Ball geht an die Latte. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Ein super Kopfballtor, das kann man nicht anders sagen. Klasse erwischt, diesen Kopfball. Druck hinter die Kugel gebracht und dann ist da nichts zu machen für den Torhüter. So ein Eigentor ist natürlich besonders ärgerlich. Er will ja eigentlich helfen und den Ball abwehren und dann kommt es anders. Hier nochmal dieser Treffer.
ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Und jetzt die Chance. Kein Tor, aber das war knapp. Der ging an den Außenpfosten. Davon wird man noch lange reden. Das Spiel endet 6:1. Sie haben es geschafft bis ins Halbfinale, sind fast am Ziel angelangt. Und was Sie jetzt brauchen, ist Nervenstärke und Selbstvertrauen. Ja, und Wolf, genau das hat diese Mannschaft. Sie bleiben konzentriert und denken von Spiel zu Spiel.